lassen Mickey und Mallory nicht immer jemanden am Leben, um die Geschichte zu erzählen? Das tun wir. Deine Kamera. Der Kinocast. Also, herzlich willkommen hier zur neuen Kinocast-Sendung. Mit mir im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik. Hallo an alle. Hallo an die Hörer. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir haben wieder einen bunten Blumenstrauß an Filmen und Serien für euch mitgebracht. Und ein paar Trailer sind dabei und sogar Games oder Game. Nur eins heute. Und deswegen fangen wir doch gleich mal an. Der Sneak-Preview-Film, den wir hatten, da müssen wir allerdings noch ein bisschen weiter ausholen, denn da gab es noch kleinere Problemchen im Kino, die wir durchaus mal hier erwähnen können, denn in den 1000, wie viele Folgen waren es? Chris, hast du es auf 20. 20 ist jetzt am kommenden Montag. Ja, 1020 Mal hat eigentlich immer alles super geklappt und diesmal lag auch nicht am Kino, sondern irgendwie an der Technik, die da bekommen haben, die Festplatte. Es war nämlich folgendes, wir saßen in dem Film, es sollte kommen Three from Hell, also es stand schon mal zumindest der Titel da und dann nach etwa 3 Minuten im Film blieb plötzlich das Bild einfach eingefroren stehen und es ging nicht weiter. Alle erstmal so verwirrt, so, hä? Okay, tat sich nichts. Chris ist dann mal rausgegangen, hat irgendwie jemand gesucht, aber da war schon irgendwie keiner mehr auffindbar, weil die heutzutage nur noch den Film irgendwie starten, gucken, dass alles läuft und wenn dann so die erste Minute okay ist, Lautstärke okay und Bild passt, Format, dann gehen die in den nächsten Saal, um da irgendwas zu starten. Und so war es dann hier auch, da war schon gar keiner mehr auffindbar irgendwie. Und dann hat er aber ausfindig gemacht und dann wurde das nochmal neu gestartet und blieb genau wieder an derselben Stelle hängen, natürlich. Oder dann schon etwas Unruhe im Saal. Und aber. Applaus gab es dann teilweise auch, Gejohle. Und Marz dann nochmal versucht. Blieb wieder an derselben Stelle stehen. Genau, ich glaube sogar in der letzten Reihe gab es eine spontane Sexorgie. Ich bin mir nicht sicher. What? Das habe ich nicht mitbekommen. Müssen wir mal auf YouPorn gucken. Reihe halt, ne? Auf YouPorn gucken, ob wir da einen entsprechenden, unter dem entsprechenden Hashtag irgendwie Sneak Stuttgart Group Sex oder so irgendwas finden. Jedenfalls. Wurde dann versucht, dann auch mal den Film in der Originalversion, also in der Originaltonspur zu starten, wo ich gleich gedacht habe, na, bringt ja gar nichts, weil wenn irgendwie mit dem Bild was falsch ist, dann bringt es auch nichts, die Tonspur zu wechseln. Oh gut, okay. Und es blieb dann wieder an derselben Stelle stehen. Also wir haben irgendwie zigmal diese ersten 3 Minuten gesehen, bis zu so einer Stelle, wo jemand auf so einer Trage durchs Krankenhaus gerollt wird. Und ja, dann war dann irgendwie mal eine längere Pause und man überlegte schon, ja, was macht man jetzt? Geht man jetzt? Und es wurde auch angeboten, von Seiten des Kinos das Geld zurückzuerstatten. Bildete sich dann schon eine lange Schlange an dem Geldausgabeschalter. Und man hat in der Zwischenzeit, ich stand auch in dieser Schlange, schon noch ein paar Mal versucht, diesen Film neu zu booten und neu zu starten. Hat aber nichts geklappt. Aber es lag halt einfach an der Technik, ne, Chris? Irgendwie die Festplatte hatte da einen fehlerhaften... Da war eine Platte hinüber, ja. Leider. Aber sowas passiert, mein Gott. Ja. Er lief ja dann noch. Ja, genau. Man hat es dann irgendwie noch hingekriegt. Das war dann so, dieses System läuft ja im RAID. Also das heißt, 2 Platten laufen parallel. Die bekommen dieselben Files, damit eben, wenn eine Platte ausfällt, damit es noch irgendwie funktioniert. Aber irgendwie hat das System immer auf die kaputte Platte zugegriffen gehabt, anstatt das funktionierende File zu nehmen von der anderen Platte. Und dann hat man, wenn ich es richtig verstanden habe, die fehlerhafte Platte einfach rausgemacht und dann war nur noch die eine, die funktionierende drin und dann lief es dann auch, ne? Ja. Oder? Ja. Ja. Aber sowas dauert natürlich und es war dann halt auch schon irgendwie um 10 oder nach um 10 und da habe ich dann auch gedacht, nee, ich gehe dann mal und habe mich an Studio Kanal gewandt, an die Annika, die hier auch mich pressemäßig da betreut oder den Kinocast betreut und die hat gleich gesagt, oh, ey, klar, das machen wir irgendwie möglich, weil ich hatte angefragt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir mal hier für die Sendung einen Screener-Link bekommen könnten, also sprich für die, die das nicht so kennen, also man bekommt dann von der Filmfirma einen Link und kann sich dann einmal
diesen Film angucken, wenn man den Code hat, den man dazu bekommt. Und dann ist auch als Wasserzeichen in diesem Film die ganze Zeit der eigene Name drin. damit man den nicht irgendwie auf Videokassette aufnimmt und dann irgendwie verbreitet oder keine Ahnung. Ja, jedenfalls ja, haben wir dann tatsächlich von Studio Canal diesen Screener-Link bekommen von der Originalfassung, weil in der deutschen Fassung ist da wohl noch kein Screener-Link verfügbar. Und hatten also die Möglichkeit, wir mussten uns dann alle mal zusammenfinden und den Film dann gucken, weil wir hatten ja nur einen Link. Und ja, nur Kate hatte ja keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock drauf. Wir haben die ersten Minuten gereicht. Und das haben wir gemacht. Haben uns Three from Hell angeschaut. Ich bin, glaube ich, der Einzige von uns, der die vorhergehenden zwei Filme schon gesehen hat. Sprich, Ich habe auch tatsächlich einen davon gesehen, aber ich weiß nicht mehr welcher. Also, Haus der Tausend, Kurzzeitgedächtnis, rein, raus. Haus der Tausend Leichen und Devil Rejects. Devil Rejects lief längere Zeit mal auf Sky. Da habe ich den auch mal noch geschaut gehabt. Ich fand, die ersten zwei waren eine ziemlich kranke Scheiße und ich habe eigentlich gedacht, deswegen hatte ich auch nicht so den Drang, den jetzt unbedingt im Kino sehen zu müssen, weil ich wusste, das ist jetzt ein Film, weiß ich nicht, ob ich den im Kino gesehen haben muss. Und ich habe mir dann diesen dritten Teil eben dann angeschaut. Ist der neue, also Rob Zombie hat den auch wieder gedreht. Sid Haig hat eine kurze Rolle. Denn der ist ja auch vor kurzem gestorben und das deutete sich wohl schon während der Dreharbeiten an, dass der wohl das Erscheinen des Films wohl nicht mehr überleben wird. Und er hat dann schon einen Großteil seiner Szenen rausgeschnitten und hat das auf eine dritte Person projiziert, so ein bisschen. Und Three from Hell beginnt quasi ungefähr da, wo Devil Rejects endet. Sprich, die drei übrig gebliebenen fahren in so einem offenen Cabriolet durch die USA und wir erfahren dann, dass sie dann auch gefangen genommen werden und sind auch ziemlich verletzt, werden da zusammengeflickt und dann macht der Film so einen kleinen Sprung, dann gibt es dann schon so Anhörungen, so Bewährungsanhörungen und letzten Endes einem gelingt die Flucht und der holt dann die anderen auch noch irgendwie raus oder die Frau hauptsächlich raus und dann ziehen die so mordend durchs Land auf ihrer Flucht vor dem Gesetz, kann man es so nennen. Und die sind halt total anarchisch unterwegs, also Geld bedeutet denen irgendwie gar nichts, das heißt, wenn da irgendjemand von denen Geld anbietet, um sie zu verschonen, das sowas zieht dann gar nicht und ja, die Reise endet dann irgendwo in Mexiko, in einem richtigen Standoff teilweise und das ist eigentlich so dieser Film, hat sehr viel von Natural Born Killers, fand ich, wobei der nicht so, ja, so verschwurbelt und Kikifax wie Oliver Stone da reingemacht hat. Aber es ist eine sehr deutliche Medienkritik, viel Satire drin. Und ich fand ihn eigentlich echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Da war ich dir vorher. Bist du relativ alleine? Ja, das mag sein. Aber ich fand ihn eigentlich echt gut. Es war auch sehr, sehr konsequent, wie er gedreht war. Es blieb zum Glück nicht ganz so grainy, wie es am Anfang ist. So ein grisseliges Bild. Ja, das fand ich auch nervig. Ja, das war am Anfang so ganz komisch am Anfang. Ne? So. Also abgesehen von dem grisseligen Bild und das endlich nach die 3 Minuten auch übersprungen wurden. Und abgesehen davon, dass ich der Meinung war, dass der Film eigentlich von dir ist, weil die ganze Zeit Erik Späte dran stand. Was ich aber immer schön finde. Auch so was. Ich fand ihn mega brutal. Überzogen brutal sogar teilweise. Dialoge fand ich, ja, teils auch relativ simpel, sagen wir es mal so. Und ich glaube, der Film lebt eigentlich von seinen Blutszenen und dann zwischendurch auch von der Nacktheit und von den nackten Blutszenen und von dem Darstellen, wie toll man jemanden abmetzeln kann, mit Pfeil und Bogen abschießen kann oder das fand ich gut. Einfach Pfeil und Bogen. Auge, ja, das gefällt dir. Da hat mich der Film wieder gehabt, ey. Ja, ja, und halt auch einfach so mal ins Auge schießen oder so Zeug. Ja. Aber wie gesagt, das Grisseln am Anfang fand ich auch ganz, ganz arg nervig. Da habe ich gedacht so, boah, brauchen wir das so? Aber ändert sich ja dann, aber es wird tatsächlich zwischenzeitlich auch wieder so grisselig und ach, keine Ahnung. Mich hat er storytechnisch nicht abgeholt und viel zu brutal. Also das war einfach drüber. Auch dieses, ich hatte so zeitweise das Gefühl, dass die Protagonisten, ich habe heute extra Wörter gelernt, die Protagonisten irgendwie
halb unverwundbar sind oder halb untötbar sind. Gefühlt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, ich fand aber eher die... Ja, dass der doch storytechnisch... gut, wenn wir jetzt die Vorhergehen... Ich habe immer ein bisschen mit den Vorhergehen verglichen. Da gab es halt so teilweise fast null Story irgendwie, ne? Und hier fand ich es halt echt nett, wie... dann auch das Thema, wo dann eben die Anhörung, man sieht halt genau, was für kranke Geister das sein sollen, wie die dargestellt werden, dass die halt wirklich denkt hier so, ja, ich habe im Knast hier so und so viele Vergehen gemeldet bekommen und habe halt trotzdem noch das wirkt sich gut aus auf meine Bewährungsanhörung oder irgendwas. Also und dann auch die Szene im Knast, wie sie dann wirklich gegen die sie da fertig machen wollen und ja, wie die dann rauskommen und wirklich so völlig anarchisch da unterwegs sind und ihre Blutspur da ziehen und einfach gar nichts kennen und sich dann auch Rache da verüben und die nehmen ja dann noch die Familie von dem Gefängnisdirektor so ein bisschen als Geisel und der soll ja die Frau dann rausholen und ich fand das diesmal im Vergleich zu den anderen wirklich einen Sprung nach vorne und ich war auch irgendwie die ganze Zeit dabei bei der Story und ich mochte das eigentlich auch. Ich nicht, ganz ehrlich, ich nicht, überhaupt nicht. Weil das auch so irgendwie abgefuckt war, die Typen dann. Und es war aber alles so stimmig. Das ist genau das, weil ich fand die Story dann wegen dem ganzen Getöte und dem ganzen, wie jetzt noch jemand hingerichtet oder hingemetzelt wird, fand ich irgendwann belanglos. Hm. Also, Wenn ich den Vergleich hätte zwischen Not Natural Born Killers und dem, finde ich den noch stärker, weil das ist hier ungefähr die, auch mit der Medienkritik, wie die dann teilweise in Medien dargestellt werden nach einer gewissen Zeit, so nach dem Motto, ey, die haben übelst Leute umgebracht, ne, sind dafür ins Gefängnis gekommen, aber die Medien sagen so, ja, weil denen wahrscheinlich das Futter ausgeht, ne, stellen die dann so dar, wie, naja, das sind ja ganz normale Leute und so und vielleicht ist denen auch nur übel mitgespielt worden. Du vergleichst die mit National Born Killers? Ja. Okay. Nee, Natural Born Killers, nicht National. Not Natural, true. Ja, da ging es halt auch um zwei Personen, die sich außerhalb des Gesetzes sehen und die durch Amerika durchziehen. Bloß da ist halt noch viel mehr Medienkritik mit drin. Und Robert Downey Jr. Und Woody Harrelson. Und Woody Harrelson, ja gut, der spielt ja eher eine Hauptrolle. Mit der schönsten Hochzeitsszene in einem Film überhaupt. Natural Born Killers. Ja, okay. Fand ich immer cool auf der Brücke da. Ja, aber es ist natürlich kein Meisterwerk jetzt hier, Three from Hell. Fand es aber trotzdem gut, den gesehen zu haben. Hat mir echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, nach den ersten 3 Minuten, die ich da im Kino... Die man mehrmals gesehen hat. Die so lausig aussah, die ersten 3 Minuten, aber wo es dann losging. Also mich hatte der Film so echt bei diesen Gerichtsszenen, wie das so dargestellt war, dass er halt auch so ein bisschen das Tempo rausnimmt und diese ganze Gewalt ein bisschen rausgenommen wird und ja. Ich gebe dem Film 7 von 10. Hat mir gefallen. 7 von 10? Hat mir echt gefallen. Ich will den nochmal gucken. Oh, was? Okay. Hat mir gefallen. Okay. Ich gebe ihm 4 von 10, obwohl ich die 4 schon geschmeichelt finde. Letztens eher 3. Ich glaube, ich reduziere nochmal auf 3, weil ich fand, also, ich habe kein Problem mit Gewalt in Filmen und alles, aber ja, ich fand es einfach drüber. Ja. Ja. Und Kate? Belanglose Story. Hast du gesehen, nur die ersten 3 Minuten im Kino? Ich habe nur die ersten 3 Minuten im Kino. Na gut. Ja. Und die habe ich halt 6-mal gesehen. Ja. Wie lautet denn der Tipp für morgen? Für die Sneak 1020 am 30.09.2019. Erste Info, es ist uncut, weil der Film, der kommt ins Kino in einer Cut-Version. Und der Tipp lautet, beliebte Speise im China-Restaurant. Und jetzt sind da schon Hinweise eingegangen. Ja, es gibt genau einen Hinweis und zwar lautet der 47 Meters Down Uncaged. Hier ist High Alarm. Wie er drauf gewartet hat. Natürlich. Ja. Sonst nichts? Das könnte doch mehr passen. Es gibt noch irgendwas auch mit Enten oder so vielleicht. Ja. Weil, weiß ich, kommt ein Süß-Sauer-Film ins Fernsehen? Also ich habe im China-Restaurant noch nie irgendwie die Haifischsuppe oder irgendwas. Gibt es da irgendwas? Ne, habe ich auch noch nie gegessen. Ich auch nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es beliebt ist. Deswegen, vielleicht irgendwas mit Frühlingsrolle oder sowas. Ja, vielleicht gibt es da noch was Passendes. Reis.
Spring Rollers oder sowas. Ja, genau. Vielleicht irgendwas mit Reis oder so oder gebackene Banane. Ja. Jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich Hunger. Dankeschön. Ja, na. Vielleicht kommt auch der Banana-Splits-Movie. Wer schauen weiß wir mal. Schon. Ich glaube, bei mir klappt es morgen nicht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Dann werde ich in der Woche irgendwas anderes gucken. Und ja, super. Gehen wir doch, ja, leider, ne? Wenn der kommt hier mit dem Hai, dann ärgere ich mich natürlich. Ihr habt ja noch was gesehen hier, sehe ich gerade. Ja, ich habe noch was gesehen. Ja, was nur der eine. Die andere hat nicht mitgeguckt. Habe ich noch nie davon gehört. Was ist denn das? Erzähl mal. Ne, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, das zu sehen. Weil ich hatte ja durch meine ziemlich krasse Männergrippe, die ich hatte. Ich habe gleich erwartet. Hatte ich ein bisschen Zeit und habe bei Netflix Zwischen zwei Farnen der Film entdeckt. Also Between Two Ferns, the Movie von und mit Zach Galifianakis. Galifianakis, wenn er das schnell genug ausspricht. Wie auch immer man es halt ausspricht. Zach Galifianakis, so wird es ausgesprochen. Und es gibt vielleicht den ein oder anderen da draußen, der diese Interviewreihe Zwischen zwei Farnen kennt, wo Zach ja regelmäßig Stars interviewt und halt so völlig unpassende Fragen stellt. So, ja, es fängt halt gut an. Also es gibt tolle Ausschnitte bei YouTube auch zu sehen mit den Anfangsleuten, mit Matthew McConaughey, der da auch einen Auftritt hat, und oder Brie Larson. Er fragt so, ja, Brie Larson, hier, es heißt, dass du auf unangenehme Fragen keine Antwort gibst und auch, wenn es peinlich wird, auch ruhig bist. Warum machst du das und wann hattest du deine erste Periode? Also, und die Leute hocken halt dann immer da so, okay. Und gibt's halt dann jetzt in dem Fall mit Matthew McConaughey ganz zu Beginn, den er halb umbringt dabei. Bruce Willis spielt mit Benedict Benchak Lumberjack, wie er ihn dann auch nachher nennt, spielt mit, weil er hat einen Deal. Also Zach Galifianakis arbeitet beim Lokalfernsehen, wo er halt diese Sendung hat, steht allerdings bei Will Ferrell unter Vertrag. Und bei der Firma Funny or Die. Ah, die kenne ich. Ja, und dadurch, dass halt dann er Matthew McConaughey halb tötet, gibt es ein Abkommen zwischen Will Ferrell und Zach Galifianakis. Und zwar muss er ihm 10 Folgen von Zwischen zwei Farnen liefern und dann bekommt er seine eigene tägliche Nachtshow, Late Show. Und das heißt, er macht sich dann mit seinem kleinen Team auf die Reise quer durch die USA, um halt noch 10 Promis abzufischen. Und da ist unter anderem Paul Rudd dabei, Peter Dinklage ist dabei. Es ist ein absolut, David Letterman ist dabei. Es sind so ganz arg viele Zwischenstops, wo er einfach einlegt, die einfach echt super witzig sind. Also wenn man diese Art von Humor mag, dann geht das ab. Also die Story an sich ist wirklich auf dem Papierdeckel erzählt, die ist nicht großartig. Alles, was zwischen den beiden, zwischen den ganzen Aufnahmen, zwischen den 10 Folgen, zwischen den Fahnen oder zwischen zwei Fahnen passiert, das ist völlig belanglos und völlig unnötig. Der Rest, ich habe das ziemlich gefeiert. Ich fand das sehr, sehr, sehr witzig. Auch das Ende dann hinten ist halt auch so, ja, weil jeder Hollywood-Film muss ja irgendwie gut enden und mit Happy End und was weiß ich was, da reiten sie auch noch drauf rum. Und das ist also relativ schwach, aber das zwischendurch, die Interviews mit John Legend und alles, was da so passiert, es ist echt witzig. Und dann am Ende beim Abspann siehst du halt dann auch die Outtakes, wie die sich teilweise überhaupt nicht mehr, weil das ist ja wirklich alles geschauspielert, also die hocken ja nicht wirklich da und werden dann mit diesen Fragen konfrontiert, sondern ist ja schon auch gestellt. Nur, wie es die teilweise zerbröselt, wenn da einfach nur die Fragen kommen, ist es einfach herrlich, weil es ist so völlig surreal, wenn man wirklich bei einem Interview hockt und dann kommen solche Fragen. So, ja, hier, wer hat A Star Is Born? Wie hieß der von A Star Is Born? Ich hab's schon vergessen. Bradley Cooper? Ja, Bradley Cooper. Hier, Bradley Cooper hat er hier A Star Is Born
mitgemacht und auch selber produziert. Und ja, glaubst du, dass es ja so ein Türöffner ist für gut aussehende, untalentierte Schauspieler? Und lauter so Zeug halt. Und solche Fragen kommen halt die ganze Zeit. Und ist jedes Mal so völlig daneben und es ist einfach nur gut. Und das klingt super. Ich habe es schon mal, gerade während du das erzählt hast, auf meine Liste gesetzt hier bei, das muss ich unbedingt gucken, das ist ja so eine Perle, die wäre ja total an mir vorbeigegangen irgendwie. Ja, aber das ist halt, super, wie gesagt, die Story an sich, was so zwischen den einzelnen Episoden passiert, ist einfach nur doof. Das ist einfach unnötig, das ist Ballast, mehr oder weniger. Um das ein bisschen zusammenzukitten, haben sie das wahrscheinlich. Ja, natürlich, so wirkt es auch. Es ist halt so, hey, lass uns 10 Folgen am Stück drehen oder 11 Folgen und auch mit Will Ferrell dann am Ende, das ist auch so geil. So, ja, hier, du musst, die Abgabe ist aber bis, ich habe gesagt, bis 9 Uhr. Ja, haben wir doch. Ja, nee, Tokio-Zeit, was interessiert mich? Ich brauche die Börse und das Geld. Und oh, das ich habe dich nur verarscht. Und das kenne ich auch. Also Will Ferrell spielt einen ziemlichen Trottel. Aber es ist schon, also wie gesagt, es ist sehr witzig, diese Zwischensequenzen, auch die kurze mit Bruce Willis oder wer hat da einen Oscar jetzt noch? Ja, irgendeiner, der einen Oscar bekommen hat. So. Ja, Keanu Reeves fragt da auch so. Nee, Benedict Cumberbatch, ich weiß nicht mehr. Also Keanu Reeves ist auch da. Keanu Reeves hat einen Oscar bekommen? Nee, noch nicht, aber Keanu Reeves ist auch da. Das wäre mir neu. Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr wer, aber den fragt er dann auch so. Ja, bei den ganzen Kategorien für einen Oscar, wie sehr hat es dich überrascht, den fürs Schauspiel zu bekommen? Das war, glaube ich, Benedict Cumberbatch. Ben-Jack Lumberjack. muss ich unbedingt mal angucken, mache ich gleich noch heute vielleicht. Also, da auf super. Jeden Fall mal reingucken. Also wie gesagt, und dann halt auch hinten raus die Outtakes. Also nicht einfach am Ende Stopp machen, sondern wirklich den Abspann durchschauen. Das lohnt sich komplett. Weil es ist so daneben, auch wie Peter Dinklage da hockt und so ihn einfach nur anstarrt. Einfach dieses komplett ernst bleiben. Das ist schon so ein Stück weit hohe Schauspielkunst, dass es die nicht ständig zerbröselt. Also mir hat da die Teile, die zwischen den zwei Farmern sich abgespielt haben, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Alles, was zwischen den Folgen war, war komplett unnötig. Deswegen pendelt er sich ein bei 6,5 bei mir von 10. Okay. Aber es klingt trotzdem super mit den ganzen Leuten. Das muss ich unbedingt gucken. Ja, also da auf jeden Fall reingucken. Lohnt sich. Du kannst auch schon die ersten Sachen bei YouTube mal reinschauen. Es ist einfach herrlich. So, Paul Rudd, wieso verheimlichst du deinen jüdischen Glauben? Das mache ich doch gar nicht. Okay, nächste Frage. Oder so halt auch so. Ja, verrat mal nicht alles jetzt. Nein, ich verrate nicht. Okay, ich bin schon ruhig. Ich habe nur das, was so ein bisschen hängen geblieben ist. Also auf jeden Fall reinschauen. Mir ist tatsächlich eingefallen, ich habe auch noch einen Film geguckt, den habe ich gerade eingetragen. Auf Amazon Prime, da wird man nicht nur Netflix hier empfehlen, Amazon Prime gibt es Schneider vs. Bax. Der wurde mir irgendwie empfohlen in dem Banner da drin. Und hatte ich schon, ja, der war jetzt nicht so berauschend, deswegen habe ich den fast ein bisschen vergessen gehabt, dass ich den geguckt habe. Ist aber eine ganz nette schwarze Komödie aus den Niederlanden. Da kommt ja nicht so wahnsinnig viel her. Und habe ich geschaut gehabt, da geht es um einen Profikiller, der eigentlich seinen Geburtstag feiern wollte, schön, so hat er alles geplant und kriegt dann aber einen Auftrag, dass er so einen Schriftsteller umbringen soll, ausgerechnet da an seinem Geburtstag und ja, ein bisschen schwarzhumorig, ja, manchmal ein bisschen langatmig, aber ja, wenn man Amazon Prime hat und nichts mehr zu gucken, dann kann man das mal gucken. So ging es mir halt, ich hatte irgendwie alles schon gesehen. Hast du Amazon Prime durchgespielt oder was? Nein, ich hatte aber die Filme, die haben, die kannte ich alle schon da irgendwie. Und ich habe den Abspann von Netflix gesehen. Deswegen guckt man Netflix, weil man bei Amazon irgendwann durch ist. Nö, ja, alles kennt. Bei Netflix hatte ich zuerst geschaut und da kannte ich auch alle Filme schon. Also wenn man halt viel guckt. Man kann Serien gucken, keine Filme. Ja, Serien gucken. Bei Netflix gibt es jetzt The Green Book, das muss ich jetzt noch unbedingt mal schauen. Den habe ich auch schon gesehen, siehst du? Da haben wir es wieder. also hier Schneider vs. Bax, 6 Punkte. Ja, kann man gucken. Nur ganz kurz. Ja, weiter geht's mit den Filmstarts der Woche. Vielleicht ist ja da irgendwas dabei oder bei den Charts. Kinocharts und Neustarts. In den Charts sieht's wie folgt aus. Auf Platz 10, Shaun das Schaf, der Film Yay. UFO-Alarm. Oh, UFO-Alarm ist süß. Cool. Platz 9, Once Upon a Time in Hollywood. Platz 8, Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Platz 7, Gut gegen Nordwind. Platz 6, König der Löwen, immer noch. Platz 5,
Platz 5, Rambo 5, Last Blood. Platz 4, Ad Astra, zu den Sternen. Platz 3, S, Kapitel 2. Platz 2, Angry Birds 2, der Film. Und auf Platz 1, Downton Abbey, der Film. Meine Güte. Meine Güte. Ja. Gute Güte. Güte. So, Güte. Und die Kinostarts dann vom 3. Oktober, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das ist der Feiertag. Geht los mit Gemini Man, der neue Film mit Will Smith von Ang Lee, der Tiger and Dragon und sowas gemacht hatte. Mary Elizabeth Winstead, da ist der Will Smith spielt einen Auftragskiller und wird hartnäckig von einem jungen Agenten verfolgt, der jeden seiner Schritte vorhersieht. Wer steckt dahinter? Oder ist es vielleicht er selbst in jung? Man weiß es nicht. Ja, ist er. Das sieht man im Trailer. Ja. Dass er geklont ist. Also, das sieht man alles im Trailer. Spoiler. Ja, es steht auch Will Smith und Will Smith drin. Ich habe den Trailer, hatten wir aber, glaube ich, schon in der Sendung und ich fand den Trailer aber relativ cool. Der sah gut aus, also, ja. Würde mich schon interessieren. Einfach so. Hast du auch von so einen Sneak-Tipp? Nee. Von der Geschichte her auch einfach, finde ich es gar nicht mal so unspannend. Also, dann läuft an Deutschstunde, Verfilmung von Siegfried Lenz' gleichnamigem Roman über einen Jungen, der sich im Zweiten Weltkrieg zwischen Pflichtgefühl und individueller Verantwortung entscheiden muss. Von Christian Schwochow mit Ulrich Nöten, Tobias Moretti, Dagmar Manzel und weiteren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Name vom Regisseur sagt mir was. Christian Schwochow, was der noch gemacht hatte. Den verbinde ich gerade mit irgendwas. Ah, Bad Banks, genau. Ja, sehr gut. Also, wunderbar. Der hat Bad Banks gemacht. Ja, großartige Serie. Und das Siegfried Lenz, da haben wir damals auch im Deutschunterricht einige irgendwas von dem gelesen auch. Ich weiß bloß nicht mehr, was es war. Der Name sagt mir auch was. Ja, es läuft auch noch an, eine ganz heiße Nummer 2.0. Und da hatten wir damals in der Sneak Preview den ersten Teil. Und das war so ein bisschen so ein Überraschungserfolg, wo die drei Damen in der Provinz da plötzlich eine Telefonsex-Hotline aufgemacht haben, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil ihre Geschäfte nicht mehr so gelaufen sind in der bayerischen Provinz. Und das haben dann so peu à peu haben es die Leute rausgefunden, teilweise auch durch Anrufe dort, wo sie gemerkt haben, oh, die kenne ich doch. Und das hat natürlich alles ein bisschen Unruhe in diesen Ort reingebracht. Und jetzt, ja, hier steht in der Filmbeschreibung, die Sex-Hotline aus Teil 1 ist Geschichte. Dieses Mal versuchen die drei Damen aus Marienzell mithilfe eines Tanzwettbewerbes für Highspeed-Internet zu sorgen. Ja, soll ja auf dem Land durchaus ein Ding sein, dass man da ja, ordentliches Internet gerne haben möchte. Haben wir auch mal einen Trailer, glaube ich, schon gehabt, ne? Der erste Teil ging an mir damals vorbei, aber den Trailer hatten wir, glaube ich, schon. Ich fand den erstaunlich nett. Ich habe den auch auf Sky nochmal geguckt, als der lief. Also war echt lustig, wie die da die Telefonsex-Hotline und so dann aufgebaut haben. Und dann haben die teilweise, dann war das ja so, die Leute rufen dann über diese 0190er da irgendwie an. Das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, diese Nummern. Die 0900er ist es oder jetzt, oder? Ja, jetzt 0900. Jedenfalls haben die dann teilweise, mussten seit 10 Jahren. Die, während sie andere Sachen gemacht haben, während sie irgendwie die Küche aufgeräumt hat, ist sie dann am Telefon immer, Herrlich, echt lustig. Und das Ganze dann in der bayerischen Kleinstadt. Ja, ich habe einen Drama-Liebesfilm hier mit Zwischen uns die Mauer. 1984 lernt sich Anna aus Westdeutschland und der DDR-Bürger Philipp bei einem kirchlichen Jugendaustausch in Ostberlin kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber es ist auch eine unmögliche Liebe, denn die Mauer zwischen ist da. Ihnen steht die Mauer. Hm. Oh. Christlicher ja. Jugendaustausch, aha. Naja. Aber an sich, ja, könnte interessant sein. Für mich jetzt vielleicht mehr als für euch dann. Ugly Dolls läuft noch an. Da hatte ich schon ein paar Mal irgendwie den Trailer gesehen und da gibt es auch fast in jedem Kino irgendwelche Aufsteller. Ein animierter Musical-Spaß über eine Gruppe von Puppen, die versucht, trotz ihrer Mängel in die Menschenwelt zu gelangen, um dort ein Kind glücklich zu machen. Übrigens im Original synchronisiert von Pitbull, Ice-T und Kelly Clarkson. Was für eine Kombination. Mal sehen, wer das bei uns macht. Wahrscheinlich Dieter Bohlen, Ferris MC und Yvonne Katterfeld. Ferris MC und wie heißt die Lena Meyer-Landrut. Okay. Nee, keine Ahnung. Also das Original mit Ice-T würde ich mir fast mal irgendwie instant. Ja.
Ja. We have always lived in the castle. Wir erinnern uns, wir hatten den Trailer letztens auch in der Sendung. Ja. Mystery Thriller basierend auf dem gleichnamigen Roman von Spuk in Hill House Schöpferin Shirley Jackson mit Tysa Farmiga, Alexandra Daddario, Crispin Glover. Es war doch das vom Kinostar-Verleih, ne? Ja. Ja. Es läuft auch noch ein Skin, ein biografisches Drama über den Ausstieg Brian Whitners aus der amerikanischen Neonazi-Szene. Ja, und dann haben wir noch Enzo und die wundersame Welt der Menschen. Klingt am ersten Blick so ein bisschen komisch, auch wenn man denn die Beschreibung liest, klingt es wie ein Film, den man vielleicht doch sehen möchte. Weil aus Sicht eines Hundes werden die schicksalhaften Wendungen im Leben eines Rennfahrers, dieses Ass-Star Milo Ventimiglia, erzählt. Ah, klingt komisch, ja. Ist aber so. Pausentee. Ja. So, der Rest sind alles Dokus, oder? Ja. Ich glaube, oder was ist das mit dem Fritzi? Metallica and San Francisco Symphony. Nee, Fritzi ist noch... Fritzi, auch, eine ja. Wende-Wundergeschichte, ein animierter Film. Leipzig im Jahr 89, die Sommerferien stehen vor der Tür. Also geht es wohl um ein Mädchen, die Wende miterlebt oder so. Ja, ja hier, Datsche. Britische Komödie über Amerikaner Valentin, der mit Flüchtling Adam und einer Handvoll Couchservern versucht, sein deutsches Erbe im Schrebergarten zu meistern. Klingt ja auch super. Das klingt ja mega abgefahren. Ja, ein schöner Film für die Sneak gewesen, so thematisch. Und Hareke Zekis. Ja, der läuft nicht im Innenstadtkino. Da muss ein anderes gehen. Okay, wie sieht es im Heimkino aus? So, mal gucken. Jetzt müssen wir mal nach vorne blättern, glaube ich. Bei was? Im Heimkino? Die Blu-ray-Neuerscheinungen, ja. Vom 30. September, ab 30. September. Soll ich anfangen? Ja, weil fang mal ich an. Hätte ganz hier vorne schon der Falcolini. Oh, den habe ich. Elias und Barek. Den habe ich vorbestellt. Den kriege ich dann sogar, weil der hatte mich interessiert. Ja, den habe ich irgendwie im Kino nicht erwischt. Dann lief er nochmal in so einer Extra-Reihe und da habe ich ihn auch nicht erwischt, weil der war ja auch, glaube ich, Oscar-nominiert, ne? Für irgendwas. Ja, ich erinnere mich, da war was. Den wollte ich unbedingt sehen eigentlich. Jetzt müsste er dann bald kommen. Oh, schön. Habe ich nächste Woche eine Blu-ray zum Gucken. Kirschblüten und Dämonen läuft noch an. Läuft an, gibt's auf Blu-ray dann. Karl lebt allein in München, er trinkt zu viel, hat deshalb seinen Job und seine eigene aber Familie. Karl! Und leidet sehr unter der Trennung. Ja. So etwas tötet Menschen. Emerald City, die dunkle warte mal Welt kurz. Von Ost. Ich habe gerade noch die komplette Filmbeschreibung, weil der eigentliche, was einen interessieren könnte, kommt ja noch. Er erinnert sich an Japan und bessere Zeiten. Er war wohl mal in Japan. Und eines Tages steht eine Japanerin vor seiner Tür. Und sie hat sich vor 10 Jahren um seinen Vater in Tokio gekümmert. Übrigens gespielt von Elmar Wepper. Als Karl keine Zeit mehr für ihn hatte. Und jetzt kommt sie zurück, oder jetzt kommt sie nach Bayern, weil sie das Grab mal sehen möchte von seinem Vater. Und die zwei lernt sich dann so kennen. Und da schöpft er wieder neuen Lebensmut. Klingt ganz interessant eigentlich. Next, Emerald City, die dunkle Welt von Oz, eine Miniserie. Nach 20 Jahren erhält die junge Krankenschwester Dorothy endlich ein Lebenszeichen von ihrer leiblichen Mutter. Aha, muss ich weiterlesen? Das Suche nach ihr wird Dorothy von einem so eine Serie. Heftigen Sturm überrascht. Sie rettet sich in einem Polizeiwagen, doch der Tornado macht auch vor dem Auto nicht Halt und reißt sie samt Polizeihund Toto mit sich, geradewegs in die magische und düstere Welt von Oz. Mhm. Okay. Ja. Das lief doch bestimmt mal auf irgendeinem Streaming-Portal, oder? 442 Minuten. Ja, das ist eine Serie. Eine Miniserie, ja, oder? Ja, warte mal. Ich guck mal hier, Emerald City. Vielleicht kann man das ja irgendwo noch kostenlos gucken. Take me down to the Emerald Weil City. Weil storymäßig klingt das jetzt nicht uninteressant. Mal gucken, wie sie diese Zauberer von Oz-Story umgesetzt. Bei TV Now ist tatsächlich eine Staffel verfügbar in der Flatrate, wer auch immer TV Now hat. Und ansonsten kann man es bei den anderen halt kaufen, ne, bei den üblichen Verdächtigen, bei Amazon, Microsoft, Sony. Okay, es läuft auch noch an, oder es gibt auch noch auf Blu-ray jetzt neu John Wick 3 in diversen Versionen. Von 4K, Ultra HD über Limited Edition, Steelbook, sonst was. Durchaus empfehlenswert. Daumen hoch von mir. Ich habe ihn gesehen. Geile Action. Ja. Wirklich. Viel besser als der zweite Teil. Den fand ich schlecht. Mirai, das Mädchen aus der Zukunft.
Kommt das auch noch. Interessiert mich auch, dass dieser Anime-Film, Anime. Ne? Mhm. Ist das der Ghibli? War der auch von Studio Ghibli? Warte mal, ich guck mal. Nächste Frage. Ah, warte mal. Steht hier nicht. Naja, hatte mich auf jeden Fall interessiert, als wir darüber gesprochen hatten. Den habe ich aber nicht vorbestellt gehabt. Ja. Van Gogh, der war auch Oscar nominiert. Ach siehst du, den muss ich auch gucken. Ha. An der Schwelle zur Ewigkeit mit William Dafoe als Vincent van Gogh. Der fehlt mir auch noch. Hm. Oh Gott. William Dafoe. Warum kommen die alle jetzt erst? So lange her, die Oscars. Ja, das waren die Blu-ray-Neuerscheinungen der Woche. Da war ja einiges dabei. Wunderbar. Wir haben ein paar Trailer für euch rausgesucht. Sneak Preview. So, da die wahrscheinlich alle von mir kommen, werde ich mal anfangen. Einer, der heißt Koma. Da findet sich nach einem Unfall ein junger, talentierter Architekt in einer ihm unbekannten, völlig abgefahrenen Welt wieder. So total dystopisch, so zukunftsmäßig und bestehend aus Erinnerungen von anderen Koma-Patienten. Also er liegt wohl offensichtlich im Koma und ist so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen Matrix-mäßig, ne, wie er sich da so bewegt. Ist natürlich nur ein Trailer, ist von Cape Light. Also die haben auch nicht gerade so das schlechteste Portfolio. Also könnte sein, dass es doch ganz geil wird. Also die Effekte sehen schon mal gut aus. Und der Film hat mir eigentlich von dem, was ich im Trailer gesehen habe, ganz gut gefallen. Wichtig ist natürlich, wie sie so den, ja, wie so die entscheidenden Twists dann schaffen. Aber hier ist halt das Coole so, hey, du bist in einer völlig freien Welt, ja, völlig Fantasie. Du kannst alles machen. Hier kann sonst was neben was anderem sein. Hier können Abgestürzte sonst was sein. Und es ist halt nichts unmöglich in dieser Welt. Und diese Tricktechnik, die sie da einsetzen, schon im Trailer, die man da sieht, ich hoffe mal, das sind nicht nur die wenigen Money-Shots, die sie da gemacht haben und der Rest ist total Müll. Die haben mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht, wie euch ging. Ging mir ähnlich, ja. Bin gespannt, der sieht auf die schon Story, ziemlich die gut aus. Steckt. Also von den Effekten her sah es cool aus, nur ich weiß nicht, ob du befindest dich im Koma. Das hat mich schon genervt. Ich weiß bloß nicht, ob er weiß, dass er im Koma ist. Das ist, ich fand doch, auch, dass das eindeutig zu oft gesagt wurde. In dem Trailer wurde das eindeutig zu oft hier gesagt. Hier im Koma. Hm. Ja, im Koma. Manchmal sprechen sie ohne Punkt und Koma. Du bist im Koma. Also es wurde im Trailer, finde ich, ein bisschen zu oft erwähnt. Aber von der Optik sehr geil. Ja. Koma runter. Sieht teilweise aus so ein bisschen wie irgendein geiles Computerspiel. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Koma ist... Hängt von der Story ab. Also Effekte sehen gut aus, aber... Es wird ja schon eine sehr, sehr interessante Frage auch im Trailer gestellt, die, denke ich mal, den Rest des Films hoffentlich dann geklärt wird. Vielleicht auch ein bisschen der Aufbau von dem Film dann ist. Ein etwas düsterer Film ist dann Der Leuchtturm. Und da kam jetzt der Trailer raus und sofort sind auch alle möglichen Filme oder hier die Verleihfirmen drauf angesprungen und haben hier jede Menge Infomaterial schon zugeschickt zu diesem Film. Also das ist wohl offensichtlich was, wo sie entweder sagen, oh, der ist totaler Mist, wir müssen hier dafür sorgen, dass die wenigsten paar Leute gucken. Oder sie sagen, oh nee, der ist total gut, ihr solltet das alle wissen, dass der gut ist. Und ich glaube, wir reden hier vom Letzteren. Hauptdarsteller sind William Dafoe und Robert Pattinson. Die werden da auf so eine einsame Insel gesandt, um so eine Leuchtturmanlage zu reparieren und zu betreiben. Und daraus entwickelt sich dann so ein Überlebenskampf. Und das ist eher so eine, ja, in 4:3 gedreht, in Schwarz-Weiß, also wirklich völlig abgefahren, so die völlig ungewohnte visuelle Eindrücke hier. Das sieht alles so ein bisschen aus wie irgendwie so aus den 30er Jahren irgendwelche Filme, so ganz bewusst in diesem Stil gedreht, ja. Könnte auch sein, dass die schon ein bisschen so auf die Oscarsaison abzielen mit diesem Film, ja. Ich hoffe mal nicht, dass man den in das Sneak haben. Ich glaube, es wäre kein Sneak-Film. Echt jetzt? Ich bin da voll dagegen. Was? Der Trailer finde ich irgendwie total doof. Ja? Ich finde den nicht gut. Echt? Ich weiß nicht, holt mich überhaupt nicht ab. Finde ich total langweilig. Gar nicht meins. Überhaupt nicht. Okay.
überhaupt nicht langweilig, ist ja Wounds. Und zwar scheint das, nachdem ja, es gibt ja Amazon-Filme, die ins Kino kommen, also von Amazon Prime produzierte. Es gibt ja mittlerweile auch Netflix-Filme, Kinofilme, die ins Kino kommen, siehe zum Beispiel Roma, der ja zumindest mal kurz lief. Und anscheinend gibt es von Hulu, also es ist zumindest der erste, wo es mir auffällt, vielleicht gab es da schon mehr Filme von Hulu, jetzt auch eine Filmproduktion, die ins Kino kommen, nämlich Wounds. Mit der Darstellerin Dakota Johnson, die wir alle kennen aus 50 Shades of Grey. ja. Und der Trailer macht einen überraschend guten Eindruck, fand ich. Also am Anfang dachte ich, oh, was ist denn das? Aber dann, als der Film Fahrt aufnimmt und oder der Trailer Fahrt aufnimmt, als dann wirklich so diese ganzen gruseligen Sachen passieren, dachte ich, oh, gefällt mir echt gut. Ey. Das ist eine coole Stimmung in diesem Film, wo der dieses Handy findet und da sind ganz komische Sachen drauf und irgendwelche Enthauptungen zu sehen und irgendwas und versucht da, gerät dann immer tiefer in diese Kreise rein. Und Trailer hat mir echt gut gefallen und das ist auch so ein bisschen Kafka-esk, was dann so passiert, fand ich, in dem Trailer. Ja, es sah interessant aus. Also auch da wieder. Mal gucken, was im Endeffekt bei rumkommt. Kate, noch nicht gesehen, oder? Doch, ich hab ihn auch geguckt. Bin ich unentschlossen. Das erinnert mich alles ein bisschen zu sehr an The Ring und ich sehe ein komisches Video und sehe dann plötzlich Dinge und ach Gott, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet und Und ich weiß auch nicht, ob der wirklich ins Kino kommt, weil da stand irgendwas von, da stand da irgendwie 18. November oder sowas, aber dann stand drunter Only on Hulu. Ja, die streamen das so halt. Ja. Aber es war ja schon häufig so, dass manche Filme, die in den USA nur im Streaming kamen, dann hier in Europa trotzdem mal eine Kinoverwertung hatten. Weil das könnte ich mir gerade bei dem Hulu-Film denken, weil Hulu gibt es in Europa nicht. Diesen Streaming-Dienst, da könnte ich mir fast denken, dass sie den hier mal über einen kleineren Verleih vielleicht mal irgendwo in ein paar Säle reinbringen. Schauen wir mal. Überzeugt mich nicht. Es erinnert mich viel zu sehr an irgendwas, was ich schon gesehen habe, was nicht gut war. Okay, ja, dann... Ich bin heute irgendwie kritisch veranlagt. Mal schauen, ob sich das auch durch deine Serien zieht, deine kritische Einstellung heute. Serien. So. Tatsächlich, ja, ich glaube schon. Serien bei... Ja, leg erst mal los. Ich fange mal an mit der ersten, mit der neuesten. Die kam, glaube ich, jetzt am Freitag raus. Und zwar heißt sie The Politician und ist auf Netflix verfügbar. Bei The Politician spielt mit Ben Platt, den ich jetzt zum Beispiel aus Pitch Perfect. Ben Platt spielt den jungen Peyton, der in Santa Barbara auf die Highschool geht. Er ist in seinem letzten Jahr und hat ganz, ganz große Ambitionen. Er will nach Harvard, er will ein Harvard-Mann werden und er will irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten werden. Das heißt, er ist ein richtiger Politiker durch und durch. Deswegen ist natürlich ganz klar, er muss an seinem letzten Jahr an der Highschool, kurz vorm College, muss er Präsident der Schülervertretung werden. Und muss sich dann einen heißen Wettkampf gegen seine Mitstreiterin führen, der ein bisschen ausartet, ein bisschen arg ausartet. Und es ist dreckig, es ist, wird mit fiesen Mitteln gearbeitet, es werden irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt. Also richtig Highschool-Politik vom Gefühl her. Das Problem an der Serie ist, also ich fand sie nicht schlecht. Ja, sie ist sehr bunt. Seine Mutter wird gespielt von, wie heißt sie? Chris, ich hab's dir gestern gesagt. Ich weiß nicht. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, genau. Spielt seine Mutter, die quasi auch, die hat. Respekt, Chris. Du zeigst damit, du hast zugehört und es dir gemerkt. Ja, ja, ne? oder war das jetzt einfach random hier? Nein, das war nicht random. Das ist meine Eigenschaft. Deswegen bin ich so fast erfolgreich in meinem Beruf. Absoluter Respekt. Also meine Frau zu mir sagt, ey, das habe ich dir doch gestern gesagt. Muss ich erstmal, oh, Moment mal. Okay. Sorry für die Unterbrechung. Mach mal weiter. Alles gut.
Und sie ist, also Peyton ist adoptiert, muss man dazu sagen. Also sie hat zwei leibliche Kinder, die sind total strunzdoof, total Idioten. Und ihr Mann, den liebt sie eh nicht. Also sie ist auch noch sehr unglücklich und tut aber alles für ihren Adoptivsohn, der einfach mehr auf ihrer Wellenlinie ist und so. Und unterstützt ihn da natürlich. Und diese ganze Serie ist sehr konfus. Und dann wird sie zur Mitte, zum Ende hin ein bisschen geradliniger, ein bisschen tiefgründiger. Und dann, wenn es, finde ich, erstmal richtig interessant wird, weil es dann weg von diesem ganzen Highschool-Scheiß geht, ist die Serie zu Ende. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und wo ich jetzt nachgelesen habe, weiß ich auch warum. Denn es ist darauf ausgelegt, dass jede Staffel der Serie einen Wahlkampf von Peyton begleitet, während er seine Karriereleiter nach oben steigt. Das heißt, in der zweiten Staffel wird es dann wahrscheinlich mit dem nächsten Wahlkampf, der in der ersten Staffel dann angedeutet wird, weitergehen. Und tatsächlich freue ich mich auf diese Staffel, auf diesen Wahlkampf viel mehr, weil der wird halt, wie gesagt, am Ende der ersten Staffel so angedeutet, so ein bisschen vorbereitet, so quasi angeteasert, dass du dranbleibst dann später. Aber alles, was davor war, ist mir total wurscht mittlerweile. Das ist mir total egal, weil ich jetzt Bock auf das habe, weil das mehr, ein bisschen mehr wahres Leben ist und nicht mehr nur so Highschool-Gedöns. Ja? Was ich sagen muss, es ist grandios geschauspielert. Also Ben Platt ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Rolle seines Lebens, keine Ahnung, es ist der Wahnsinn. Auch die anderen Mitstreiter in seinem Wahlkampfteam und alle, die sonst noch so rumschwirren drumherum, richtig gut gespielt. Also cooles Setting, spielt das im Heute? Das spielt im Heute, ja. Okay. Dafür ist es aber sehr, sehr bunt. Sind da, wenn das so ein aktuelles Thema oder wenn das ja so um Politik geht, werden da echte Personen auch genannt? Also, was weiß ich, echte Parteien oder ist das alles so sehr fiktiv? Ja, also doch, also schon. Also ist dann so, dass die Gegenpartei von ihm, also da ist so ein Mädchen, was gegen ihn antritt, und die suchen sich dann natürlich einen Vizepräsidenten jeder, ne, damit man auch Werbung für sich macht. Wenn ihr mich wählt, dann habt ihr ihn noch als Vizepräsident oder Vizepräsidentin und wir kümmern uns dann um eure schulischen Belange. Und da kommt jetzt auch zur Sprache, ne, dann wird natürlich eine Schwarze gesucht, ne, die halt entsprechend für Frauenpower steht, dann ist sie dazu noch lesbisch. Also es wird alles mit angesprochen und dann heißt, ja, und vielleicht können wir nach Barack Obama die erste weibliche schwarze Präsidentin stellen und so. Also es wird schon angesprochen. Aber dadurch, dass es halt noch in diesem ganzen Schulzeitalter spielt, also in diesem ganzen Schulalltag spielt, ist es noch nicht so weit. Später, gegen Ende der Staffel, geht es dann tatsächlich um richtige Kandidaturen im richtigen, wahren Leben und nicht mehr um ein Highschool-Amt. Und da werden dann auch Namen genannt. Also Parteien jetzt nicht unbedingt, aber da geht es dann wirklich ums Eingemachte. Und da habe ich jetzt Bock drauf, das zu sehen. Und dann muss ich jetzt wahrscheinlich noch über ein Jahr warten, bis irgendwie mal eine zweite Staffel kommt. Das ärgert mich. Weil der ganze Anfang, das ist irgendwie so wie so eine Vorgeschichte, die einfach viel zu lange geht. Ich würde jetzt dieser Teil, der angeteasert wird, interessieren. Und das davor hätte man auch mit Rückblenden erzählen können, meiner Meinung nach. Aber ja, vielleicht bin ich das falsche Publikum. Er ist bunt, ich habe es durchgeguckt in einem Tag, weil ich auch wissen wollte, wie es weitergeht. Es ist eine gute Serie, aber im Endeffekt hat sie mich doch ein bisschen enttäuscht, weil ich mehr erwartet habe. Okay. DWDL schreibt The Politician, der vielleicht beste Netflix-Start des Jahres. Okay, Chris, du hast auch noch reingeguckt. Ja, es gab den nächsten Teil von The Ranch, den vorletzten Teil. Ja. Ich fange ja immer wieder hiermit damit an. Ich, ja, ja. Das ist jetzt, schön, dass Staffel du so begeistert. 4. Ja, Staffel 4, Teil 1, also 4.1. Und boah, der Cliffhanger diesmal ist hart, die ganze Geschichte, wie es sich gerade weiterentwickelt mit der Ranch und wo das alles hinführt, ist ziemlich hart. Es ist diesmal, die ersten 10 Folgen sind in meiner Sicht eher weniger lustig und mehr Drama diesmal. Also es war ja immer so, es hat sich so die Waage gehalten zwischen Drama und Comedy. Jetzt ist es wirklich ein deutliches Übergewicht an Drama, wo sich die Charaktere hin entwickeln und wie es weiterläuft und alles.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Die 10 Folgen waren auch in relativ kurzer Zeit durchgeschaut, weil man einfach dabei bleibt. Also wer es immer noch nicht getan hat, sollte da wirklich mal reinschauen. Ich weiß nicht, Erik, du wolltest, glaube ich, mal reinschauen, aber hast nie angefangen. Wo läuft das jetzt gerade? Auf Netflix, oder? Ich setze mal wieder auf meine Liste. Ja. Also ist wirklich, wirklich cool. Mir macht sehr viel Spaß. Es, wie gesagt, man fühlt einfach mit den Charakteren mit. Und so grumpy Sam Elliott auch ist, man mag ihn einfach. Und so verpeilt wie Ashton Kutcher einfach auch ist, wer ihn in die wilden 70er, also in der 70s Show geliebt hat oder das auch cool fand, da kratzt er teilweise wirklich auch noch dran, obwohl er eigentlich schon erwachsen ist. Es ist echt herrlich. Und welche Schauspieler die auch da wieder ausgraben, ist einfach wahnsinnig cool. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Dramedy trifft es da in dem Bereich sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den zweiten Teil, auf deinen letzten Teil. Klingt gut, muss ich mal wieder. Ich habe, glaube ich, damals den Anfang. Ich habe nicht weitergeguckt, als wo wir das letzte Mal drüber geredet haben. Ich muss da mal echt weitergucken, ja. Naja. Ich habe tatsächlich auch noch was geguckt, ist mir gerade eingefallen. Es ist eine Doku auf Amazon Prime, die ich mal empfehlen möchte. Also für die es interessiert. Und zwar heißt die From Fat to Finish Line. Und in dieser etwa anderthalbstündigen Doku wird berichtet von welchen, die wirklich in den USA, gibt es ja teilweise wirklich so ganz extrem Übergewicht und die dann wirklich irgendwie angefangen haben, einfach mal durch Weglassen zum Beispiel von zuckerhaltigen Getränken, Cola, einfach nur Wasser trinken, etliche Kilo verloren haben und dann weiter. Und die dann als Ziel, die haben sich in so eine Gruppe zusammengeschlossen und ab einem bestimmten Punkt wurden sie von der Kamera begleitet, nämlich als dieses, in einem Forum war das, haben die beschlossen, bei so einem Rennen mitzumachen, bei so einem Lauf. Wettbewerb, der, Chris, du wirst es kennen, von Miami durch die Florida Keys bis nach Key West geht. Oh. Und zwar ist das, ja, wunderschöne Strecke, deswegen habe ich das geguckt. Ja. und zwar ist das kein durchgehendes Rennen, sondern das sind einzelne Etappen. Und das ist so ein, wie nennen die das? Ach, die hatten einen speziellen Begriff dafür, der mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall ist es so, das Rennen wird mit insgesamt 12 Leuten bestritten. Zuerst kommen die 6 Etappen für die ersten 6, ja, und dann kommen die nächsten und so weiter und dann kommen die anderen nochmal und nochmal. Das ist so, dass jeder 2 Etappen läuft auf dem ganzen Ding, ja. Und dazwischen halt Ruhezeit hat und da waren halt die haben natürlich auch ihre Geschichten erzählt, wie sie es geschafft haben von, weiß nicht, wirklich so über 100 Kilo teilweise zu verlieren oder teilweise 50 Kilo zu verlieren und wie sie das so als Ziel hatten, um dort mitzumachen und das war echter Wahnsinn, ne? Also die, wie die dann auch, ach, das ist so herrlich, die Gegend dort, ne? Wenn du da so laufen kannst, ne? Wunderbar. Also, hast du es wegen den Leuten geschaut oder wegen der Gegend? Na, sowohl als auch. Also zum einen interessiert mich ja Laufen ein bisschen. Mich interessiert dann auch so dieser Effekt, wie schafft man sich da so zu motivieren und so. Und gerade bei welchen, die hatten halt ganz verschiedene Geschichten. Also einfach mal anschauen. Es geht halt wirklich, die 12 Leute werden halt so im Detail vorgestellt. Die Kamera war halt erst ab dem Punkt dabei, wo sie gesagt haben, wir planen jetzt das Rennen. Also da hatten sie eigentlich schon so die krassesten Sachen hinter sich mit ihrem Abnehmen. Und die haben halt wirklich ganz klein angefangen, teilweise einfach mal versucht, eine Meile oder so wenigstens erstmal zu schaffen. Und dann haben die halt alles immer erzählt. Und ich wollte eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen. Guckt es einfach mal an, liebe Hörer, weil schöner Effekt, schöne Dokumentationen, sind natürlich auch viele Szenen dabei, wo manche nah dran sind am Aufgeben, weil es echt halt hart ist, ne? Auch die Temperaturbedingungen da unten in Florida, das sind halt auch viele nicht gewöhnt und die kommen halt aus allen Ecken von Amerika und dann kommst du halt unten nach Florida und musst plötzlich da irgendwie 12 Kilometer rennen oder so oder 15 oder so in deiner Etappe und wenn du es nicht schaffst, wenn du aufgibst, ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen, wie du sagen kannst, okay, du kannst es kompensieren, dass andere für dich einen Teil mitlaufen und so, aber wenn dann mehrere ausfallen, dann bricht halt alles zusammen, ja, dann ist für alle das Rennen beendet, ne? Also echt gut, also From Fat to Finish, ich versuche das mal mit zu verlinken, Amazon Prime ist mit enthalten in der Flatrate, gibt's nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber halt auch ganz gut, da hört man die echten Sprachen und so. Ja, Empfehlung von mir, so. Jetzt Kate, wie geht's deiner Serie? Die interessiert mich auch, weil die Deutsche, die müssen wir für die nächste Sendung Fortsetzung voll gucken. Jetzt mal gucken, was du sagst. Ich versuche auch gar nicht zu spoilern. Das ist schön. Die Serie, ich hab diesen ganzen Sinn dieser Serie noch nicht ganz durchschaut. Also die Serie heißt Criminal.
Und wird kommt aus vier verschiedenen Ländern. Also es gibt Criminal UK, Deutschland, Spain und Frankreich oder France. Und jede Episode, also jede Staffel hat, glaube ich, drei Episoden und wird auf dem exakt gleichen Setting gespielt. Das ist der gleiche Vorraum, das gleiche Vorraum mit den Treppen und dem Aufzug. Es sieht exakt identisch aus. Woher ich das weiß, ist, ich habe jetzt UK und Deutschland angeguckt. Ich habe mit United Kingdom angefangen. Und war sehr, sehr begeistert. Also es geht im Endeffekt darum, eine Gruppe von Polizisten haben Beweise zu einem Kriminalfall zusammengesetzt, haben wochenlang sich darauf vorbereitet, dann haben sich auf einen Verdächtigen zugeschossen und dann geht es halt jetzt darum, das Verhör mit diesem Verdächtigen und ihm nach und nach beizubringen, hey, wir haben dich in der Hand, pack doch lieber mal aus. Ja, da geht es halt auch verschiedene Verhörtechniken und das sind in diesen drei Episoden immer das gleiche Team und jede Episode ist ein anderer Fall. Das heißt, du hast drei aus United Kingdom und drei Fälle aus Deutschland, habe ich jetzt gesehen. Grundsätzlich finde ich das sehr cool. Ich verstehe nur noch nicht, warum es auf drei Episoden begrenzt ist. Da wir sowohl bei dem deutschen als auch bei dem englischen Fällen am Ende der dritten Folge jeweils einen massiven Cliffhanger habe. Ich finde sogar, dass der beim Deutschen, bei den deutschen Episoden noch viel krasser ist. Und ich mich frage, warum wurden nur drei Folgen gemacht jeweils? Das, was ich noch nicht so ganz verstehe hinter dieser Serie. Da steckt richtig Potenzial drin. Die Storys, die Fälle, die Verhöre sind so spannend und so interessant, dass du direkt weitergucken willst. Ich war bei dem Deutschen auch ein bisschen skeptisch, aber ich habe dann doch reingeguckt und das erste Verhör fängt sehr, sehr seltsam an. Da habe ich erst gedacht, ah gut, jetzt guckst du mal auch was anderes, ist schon spät. Habe mir dann jetzt heute Morgen dann doch nochmal damit angefangen und muss sagen, sogar die deutschen Folgen sind sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht weitergeht. Warum sind das nur drei Episoden? Vielleicht weiß das jemand von unseren geschätzten Hörern. Warum sind das von jedem Land nur drei Episoden? Ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Weil du lernst diese Polizisten kennen, so ein bisschen in kürzester Zeit findest du über die Person irgendwas raus und willst dann schon wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Da geht es ja noch nicht mal um die Verhöre an sich, sondern um die Protagonisten und die Polizisten. Ja? Was passiert denn da jetzt? Jetzt lasst ihr mich hier verhungern an der langen Leine mit dem Geheimnis direkt vor der Nase oder was? Das ist fast noch schlimmer wie bei einer 16-Episoden-Serie, wo es am Ende auch irgendwie einen coolen Cliffhanger gibt. Ich weiß ja nicht mal, ist da überhaupt geplant, dass das nochmal weitergeht? Das ist das, was mich gerade extrem ärgert an dieser Serie, die so fantastisch ist. Oh, das macht mich jetzt kirre, Entschuldigung. Tja, Kann ich alle dir guten Dinge und leider auch so. nicht beantworten. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch Spanien und Frankreich gucken. Das interessiert mich jetzt auch noch, wie denn ihre Schauspieler sind und wie die das aufbauen. Und du hast halt auch ganz unterschiedliche Rechtsmittel. Also der Unterschied zwischen UK und Deutschland war schon relativ hoch, weil die dann in UK hast du irgendwie eine gewisse Zeit für ein Verhör und wenn der bis dahin nicht gesteht, dann geht es halt vors Gericht und dann müssen die Indizienbeweise ausreichen. Und in Deutschland hast du halt viel länger Zeit, ne? Das fand ich schon sehr, sehr interessant, auch die Arten dieser Verhöre und was hinter dem Druck steht, den die Leute haben, jetzt das Geständnis zu bekommen. Aber was halt total verwirrend ist, ist, dass du komplett raus bist, aus welchem Land es gerade ist, weil das Setting komplett gleich ist. Ja, also nicht nur der Verhörraum und dieser Raum, in dem dann die anderen Polizisten sitzen und zugucken, ist gleich, sondern auch der Gang davor, der Weg zu diesen Fenstern, die da sind und also so eine Treppe und da geht es zum Fahrstuhl, wo die dann immer raus und reinkommen, das ist exakt gleich. Ich glaube tatsächlich, dass das ein und dasselbe Setting ist, wo dann jeweils die Produktionsfirma, die Schauspieler angereist sind, um dann ihre Episoden dort zu drehen. Keine Ahnung, ich habe noch nicht genauer drüber nachgelesen, aber es macht mich kirre. Ja,
Klingt aber trotzdem ganz interessant. Also ich, es ist mega gut. Muss ja eh. Keine Frage. Muss ja eh die deutsche Version dann gucken. Für die werde ich dann berichten, ob es mir gefallen hat oder wie auch immer. Habe mir jetzt gerade festgestellt, das, was ich gerade empfohlen habe, ist nicht mehr bei Amazon Prime erhältlich, obwohl ich es vor ein paar Tagen geguckt habe. Wahrscheinlich war das bei dem Ding drin hier irgendwie demnächst nicht mehr verfügbar oder so. Vielleicht habe ich da irgendwie in dieser Rubrik geguckt, weil die hatte ich irgendwie mal entdeckt. Ja, mal gucken, wer streamt es? Vielleicht finde ich es da noch. Toll, danke, Erik. Vielleicht finde ich es da noch mal. Ja, warte, hier gibt es das. Wer streamt es? Übrigens, Erik, Gwyneth Paltrow. Bei Microsoft kann man es gucken. Verfügbar bei Microsoft. Ich möchte übrigens anregen, dass du deiner Frau mehr zuhörst. Was? Was hast du gesagt? Ja, nur mal so. Games. So, wir haben alle beide ein neues Spiel. Ich bin raus. Ich schäme mich ein wenig deswegen. Ich schäme mich nicht. Ja, du hast auch die PlayStation neu, das ist klar. Ich habe nach 2 Jahren Pause mal wieder ein FIFA gekauft, FIFA 20. Und es hat einen ziemlich banalen Grund, weil Snackerstadion ist jetzt drin. Es sieht so gut aus. Und es sieht richtig gut aus. Sieht so gut aus, verdammt. Ey, die haben sogar die Platzreihen und so und genau die Wege, das passt alles. Ne? Die Banner, die da hängen, die sind jetzt nicht gut. Aber es sieht so gut aus. Ja, und es spielt sich, wie auf der Gamescom schon berichtet, es spielt sich eigentlich wie immer. Es hat mich gleich wieder erkannt mit, hey, du bist wieder da und bla bla bli bla blub und überhaupt. Und ich so, ja, hier die Einstellungen für dich und alles passt alles wunderbar. Steuerung klassisch, weil du spielst ja schon seit FIFA gibt, also seit 20 Jahren. Und ja, wie gesagt, ich habe es hauptsächlich damit geholt, dass man sagen kann, ja, ich spiele jetzt den Aufstieg vom VfB nach. Ah, das geht nur, wenn man diesen Extrapreis bezahlt, ne? Für PlayStation, habe ich gesehen, glaube ich. Nein. Ne? Doch, das war in diesem Online-Bereich war das drin. So, nimm deine Mannschaft und führe sie. Ja, nee, das ist nochmal ein anderer Modus. Ach so, okay. Ich spiele jetzt gerade den Karrieremodus, den Offline-Karrieremodus. Okay. Da kannst du auch den Trainer machen oder dich selber als Spieler erstellen und dann eine Spielerkarriere starten. Ja, wie gesagt, hat sich nicht viel geändert. Das Handling ist wie immer. Mir macht es bislang ganz Spaß, ist ganz ordentlich. Also, ja, wir haben gestern auch gleich mal, also es kam gestern, danke NetGames, lief ja echt super. Also ich habe es ja vorgestern irgendwie bestellt, gestern war es da. Also das sind ja Amazon Prime-Regionen, die da kommen hier. Und es war günstiger. Ich war noch, Samstag früh war ich einkaufen bei uns hier im Lidl und da hingen überall plötzlich Plakate, FIFA 20, jetzt hier aber an der Kasse für, was haben sie, 59 Euro. Dachte ich, jetzt hier 59, bei NetGames habe ich 5 Euro weniger. Ärgere ich mich jetzt, wenn es jetzt, eigentlich hätte ich es jetzt haben können und dann komme ich nach Hause, war es in der Post. Super. Ja. Und dann aber erstmal, du kaufst ein neues Spiel. Und dann musst du erstmal ein riesen fettes Update, also das war ja, und dann hast du das runtergeladen. Ich meine, ich habe eine 200 Mbit Leitung, dann hast du es runtergeladen, dann muss noch diesen Patch und jenen Patch und dann muss es noch installieren. Das hat noch mal eine Stunde gedauert, diese Installation, nur die Installation, es hat die Daten gehabt, ja. First World Problems. Ey, hallo, ey, das... Ja, da kennt jemand sich nur nicht aus mit der PlayStation. Ja, gibt es da einen Workaround oder was? Nee, ist halt so. Ach so, das ist so, ja. Nee, also das ist ja normalerweise... Okay, bei PCs ist es ja so, wenn du da ein Spiel kaufst, kriegst du ja häufig nur noch die leere DVD-Hülle und da ist ein Code drin oder sowas, ne? Ja, wobei das ist ja der Witz an der Sache. Du kannst ja auch nur den Code kaufen im PlayStation Store, aber da zahlst du halt 70 Euro. Ja. Und das sehe ich irgendwo nicht ein. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Da haben sie keine Versand, kein irgendwas, da ist keine Händlerkette dazwischen, die noch Geld verdienen wollen. Und das ist teurer, als wenn du, naja, das verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall, du kaufst ein neues Spiel, neue CD und da trotzdem dauert es so ewig mit der Installation, irgendwas stimmt da nicht. Oh, ich gebe dir mal Red Dead Redemption. Ich bin Nintendo gewöhnt, ja. DVDs. Nintendo, da tue ich meinen, bei der Switch tue ich meinen Cartridge rein und dann kann ich eigentlich sofort loslegen. Ja, nachdem du
gemacht hast. Manchmal ist noch ein ausgepustet. Patch. Manchmal ist noch ein Patch notwendig. Da sind irgendwie so 3-4 Megabyte. Megabyte. Wir reden hier nicht von Gigabyte. Ja, keine Ahnung. Nee, aber geiles Spiel, ey. Das, wir haben dann gleich mal gespielt. VfB Stuttgart gegen Real Sociedad San Sebastian in der Mercedes-Benz Arena. Haben gleich mal 5-0 verloren. Also ich habe mit meinem Kleinen zusammengespielt. Und ich bin ja bekennender totaler Noob bei FIFA. Wobei langsam, das kann ich übrigens bestätigen. Ja, langsam wird es halt. Mein Kleiner, der ist aber echt gut, ey. Und der hat es wenigstens ein bisschen gerissen, ne? meine Fehler ausgeglichen. Aber wenn da so ein Toxic Player mit drin ist im Team, das kannst du irgendwann nicht mehr kompensieren. Ja, aber geil. Ich finde es auch, also ich habe mir die Version für die PlayStation deswegen gekauft, weil auf der Switch gibt es leider nur eine Legacy-Version. Das heißt, die nehmen das einfach das Spiel vom Vorjahr und ändern dann nur, packen dann nur die neuen Namen rein. Das heißt, da wäre auch nicht das Mercedes-Benz Arena drin gewesen und auch nicht dieser Volta-Spielmodus hier, dieser Hinterhof und so. Und deswegen habe ich einfach das mir dann auch nicht wert, weil es kostet genauso viel. Fast. Ja. Ja. Das muss ja dann nicht sein. Nö. Aber cooles Ding, ne? Also empfehlenswert von uns, oder? FIFA? Ja. Also, wenn man es 2019er hat, braucht man es nicht. Wenn man VfB-Fan ist, sage ich ja. Weil Neckarstadion. Wir haben es 2019 auf der Switch. Ja, auf der Switch. Das ist eine andere Konsole. Das stimmt. Ja, so, dann sind wir soweit durch hier mit den ganzen Themen. Dann kommen wir mal so in den allgemeinen Bereich hier. Brauchte nur irgendeinen Trainer, wenn ich dann weiß, wo die... Danke, nicht nötig. Ich habe tatsächlich mal einen Podcast-Tipp. Ich höre ja durchaus auch viele Podcasts, auch nicht nur Film- und Kino-Podcasts. Und einen möchte ich mal empfehlen, der heißt Alliteration am Arsch. Abkürzung AAA. Findet man bei Google, wenn man eingibt Alliteration am Arsch oder auch unter Alliteration am Arsch ein Wort .podigy.io. Die beiden Personen, die das machen, ist zum einen der Bastian Bielendorfer, der ziemlich geile Comedy auch macht. Der ist ja Lehrerkind der x-ten Generation oder x-te Stufe, weil sein Vater, seine Mutter, seine Großeltern, und der hat ja auch Bücher geschrieben, wie es so war, als Lehrerkind groß zu werden. Das heißt dann irgendwie so, das Leben ist kein Pausenhof und so, ne? Und der macht zusammen mit dem Reinhard Remford von methodisch inkorrekt Podcast, der immer über Physik-Sachen berichtet. Die machen zusammen einen Podcast und der ist absolut großartig, kann ich echt empfehlen. Da kommen doch immer mal so Filmthemen und Serienthemen, zum Beispiel in der aktuellsten Version, die ich vorhin gerade gehört habe, als ich laufen war, haben sie die Serie The Boys mal ein bisschen besprochen gehabt und so. Und über Tarantino, da hat er auch eine ähnliche Meinung gehabt, hier den neuen Tarantino-Film, das war in einer der vorhergehenden Folgen, hatte ich da zufällig gehört gehabt, dachte ich, jetzt geht's um Tarantino, ja, wird noch einer den Film über den Klee loben, und nein, er sah das wirklich ganz genauso wie ich, einer der wenigen Leute. Sehr empfehlenswert, Alliteration am Arsch, auch viel, viel zu lachen da drin, also wenn die über alles Mögliche berichten, kann man auch durchaus nach hinten hören. Wenn man jetzt anfängt zu hören, kann man durchaus auch die älteren Folgen noch hören, die sind immer noch sehr, sehr cool. Ich werde es mal mit verlinken. Und eine Aktion gibt es noch, die ich empfehlen möchte. Die hat mit dem Innenstadtkino zu tun. Die nennt sich Besser doppelt als nie. Chris, hast du da schon von gehört? Nee, sagt mir nichts. Die Innenstadtkinos zusammen mit dem, oh Gott, jetzt bin ich dünnes Eis. Warte mal, jetzt muss ich kurz eingeben. Ich glaube, mit dem Schauspielhaus oder so. Theaterhaus. Besser doppelt als nie. Und zwar kaufst du da für, hier habe ich es gefunden, für 69 Euro kaufst du so ein Ticket und kannst damit dreimal ins Kino und dreimal ins Schauspielhaus, ins Staatstheater. Ach, doch, das Schauspielhaus. Das hast du schon mal gehört. Genau, einlösbar bis 30.12. diesen Jahres. Also man kann eigentlich alle geilen Filme mitnehmen. Das heißt drei, gut, es gibt vielleicht noch mehr als die drei Filme, aber auf jeden Fall drei geile Filme und dreimal ins Theater gehen. Hat dann so das volle Kulturprogramm. Und ich meine, hey, 69 Euro, muss durch 6 teilt, ne? Mathelehrer, das ist ein okayer Preis, würde ich sagen, für... Das ist nur fast 11 Euro, aber 12 Euro fast, ja. Also. Ja, aber gut, Theater kostet ja normalerweise ein bisschen mehr, glaube ich, ne, als Kino.
Und ja, ja, warum nicht, ne? Also wer sich gern kulturell da ja, ins Kulturleben begibt, für den ist das wahrscheinlich was, ne? Kann man kaufen, sowohl am Kino-Ticket-Center als auch, glaube ich, beim Schauspielhaus in Stuttgart, für die, die hier aus der Region kommen. Und dann seid ihr sowieso... Besser doppelt als nie. Ja, das Theater- und Kino-Abonnement. Ja, ja, ja? Okay. Hättest du das gesagt, hätte ich es gewusst, aber besser doppelt als nie. Wo hast du es jetzt gerade gefunden? Gibt es da eine offizielle Seite? Ich habe nur hier so eine Meldung. Ja, auf den Innenstadt-Kinos-Seite bei Angebote, okay. Da kommt das. Kannst du mal den Link bitte in unser Dokument posten, weil ich habe hier nur so eine kurze Meldung. Ja, aber den, dann habe ich gleich den richtigen Aber Link. Natürlich mache ich das sehr gerne. Super. Für dich, Erik. Dann haben wir auch berichtet gehabt, warum wir jetzt zum Beispiel nicht mehr Amazon hier verlinken zur Unterstützung. Buh. Was denn? Was ist mit Buh? Buh Amazon oder Buh, weil keine Unterstützung? Ja, Buh Amazon auch gerade ein bisschen, aber eher Buh Zulieferer, die nerven mich extremst. Okay. Aber das zählt woanders. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja jetzt hier mal Nebenkriegsschauplatz. Wir haben stattdessen aber jetzt Patreon und wir haben auch schon einen Patrioten oder wie das da heißt, einen Unterstützer, sagen wir so. Ein Patron? Ein Patron, jawohl. Ein Patron haben wir. wenn ich jetzt noch hier, jetzt bin ich gerade auf der Seite, ich muss mich noch ein bisschen dran. Yay, für den Patron. Wird mir mal so langsam klar, warum der eine Zauberspruch bei Harry Potter Expecto Patronum heißt. Oh. Da geht es um einen Beschützer und in Lichtgestalt, der einen beschützt. Ha. Das ist jetzt echt das, was ich schon vor dir wusste. Also, ja, wir haben einen Unterstützer bereits, das ist der Super Luca. Der hat ja auch schon diverse Male auch kommentiert. Und das finden wir echt super, Luca. Ja, das ist echt super. Super, Luca! Und der ist in der Region, wir haben hier verschiedene, ich habe ja hier so verschiedene Stufen angelegt jetzt. Wir haben einmal, die 1-Dollar-Stufe ist Nicolas Cage, immer und überall dabei. Die 2-Dollar-Stufe ist Brad Pitt, die 4-Dollar-Stufe ist Sandra Bullock, 7-Dollar ist Ryan Reynolds und 10-Dollar hat der Hai, meiner Lieblingsdarsteller im Film. Und ich glaube, mehr würden uns die Leute sowieso nicht geben für den Scheiß, den wir hier machen. Deswegen habe ich das jetzt mal so gelassen. Falls jemand doch mehr spenden möchte, dann einfach sagen, dann, ja, wenn du sagst, oh, ich will hier $50 im Monat spenden und dafür möchte ich aber gern, was weiß ich, irgendeinen bestimmten Schauspieler, Arnold Schwarzenegger, da haben oder so, dann richte ich die Stufe gerne ein. Ja, ansonsten, ich glaube, mit den Stufen ist das mal eine große Bandbreite gegeben. Wer sagt, okay, ich höre euch gern jede Woche und ja, dann lasst uns doch einfach mal wenigstens einen Dollar da pro Monat. Ist ja nicht viel, wenn du überlegst, einen Dollar, da, was kriegt man da heutzutage dafür? Ein Überraschungsei vielleicht oder so. Ja, dann lasst ihr ein Überraschungsei pro Monat weg und gebt das uns und... Genau, und wir können uns mehr Kinotickets kaufen und die Serverkosten, die werden auch nicht weniger. Und genau, gebt uns doch euer Geld, dann haben wir was davon und euch tut's nicht weh. Genau. Anstatt für sinnlose Sachen das Geld auszugeben. Klingt total logisch. Gebt es uns aus für unsere sinnlosen Sachen. So, das Wenn ist du das also so sagst, bei. Dann gibt es echt Sinn, ja. Das ist also zu finden bei auf kinocast.net, oben unter. Danke für eure Unterstützung. Da ist jetzt dieser Patreon-Link mit dabei. Da einfach draufklicken. Dann kommt ihr auf der Patreon-Seite raus und könnt euch dann auf der rechten Seite gibt es die verschiedenen Stufen, wo man sich was aussuchen kann. Und da könnt ihr dann ein Patreon werden. Man kann auch auf der Patreon-Seite noch diverse andere Sachen machen. Zum Beispiel für die, die uns unterstützen, dass wir dann so bestimmte Threads dort eröffnen, dass wir sagen, okay, wir stellen jetzt mal eine Frage in den Raum oder ihr könnt uns Fragen stellen, die halt eben nur die Unterstützer stellen dürfen zum Beispiel oder dass wir zum Beispiel sagen, wir sind ja bis jetzt immer hier montags erschienen oder Sonntagabend, dass wir sagen, okay, für alle, die uns unterstützen, gibt es das schon Sonntagabend wie gehabt und alle anderen müssen halt bis Montagabend warten zum Beispiel, könnte man auch machen. Mal schauen, wie sich das so ergibt hier. Und ich denke mal, dann sind wir soweit erstmal hier durch mit allem. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Husten habe ich, ja. Husten, na, gute Besserung. Hast du gut durchgehalten.
Ja. Hast du oft gemutet oder ging's? Die Mute-Taste sei Dank, ja. Ja, ihr könnt uns kontaktieren auf diversen Art und Weisen. Ihr wisst es schon, also Kinocast überall. Ansonsten kate@kinocast.net die E-Mail oder chris@kinocast.net oder eric@kinocast.net für die direkte Ansprache. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Guckt viele Filme und Serien. Spielt Games. Könnt FIFA zum Beispiel. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis bald im Kinocast.